Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute, wie ihr unschwer erkennen könnt, aus unserer Küche. Maxon ist auch im Hintergrund, der hat gerade seinen Nachmittagsbrei bekommen. Ja, und wir waren auch davor noch einkaufen und ich dachte mir, ich zeige euch einfach, was wir bei Aldi für die Woche so geshoppt haben. Wenn ihr also Lust darauf habt, dann bleibt dran. Ihr Süßen, das ist einmal die Tüte, die ist so dreiviertel voll. Und dann haben wir nochmal, hier eine Ikea-Tüte, die ist voll. Ich werde das jetzt mal hier hinlegen und euch dann nach und nach zeigen. Ich muss dazu sagen, dass mein Mann nicht jeden Tag jetzt in der Woche da ist, sodass das meiste für Maxon und mich ist, aber ist ja okay. Ich greife jetzt einfach mal in die Tüte rein, ganz wahllos. Und da kommen als erstes die Feuchttücher, Sensitiv. Die zeige ich euch auch immer, weil ich die toll finde. Das sind halt Feuchttücher für Maxon. Die benutzen wir für alles, ja. Also auch beim Füttern, wenn er sich immer beschnasselt im Gesicht und da hat er keinen Ausschlag, keine Pickel, kein gar nichts von. Die sind auch Ökotest sehr gut, sage ich auch jedes Mal. Und die gehen, wie gesagt, jedes Mal mit. So, dann haben wir hier noch die Finnkorn Toastbrötchen, die gibt es glaube ich auch in jedem Foodhaul von mir, weil ich die super lecker finde, weil ich die auch für halbwegs gesund halte und weil die einfach wirklich gut schmecken. Dann haben wir einmal Käse von Lisani Classic Räucher gekauft, den essen wir momentan ganz gerne, der ist halt so ein bisschen rauchiger, haha. Der schmeckt ganz gut, der hat wahrscheinlich nicht so wenig Fett. Ich gucke mal kurz nach, 45%, aber ich finde Käse an sich sehr gesund. Schlag mich jetzt bitte nicht in den Kommentaren dafür. Ich mag Käse und deswegen kommt jedes Mal Käse mit irgendeiner Variation. Hat sich mein Mann noch Eistee eingepackt. Ich trinke wie gesagt nur Wasser. Das ist Fanta, der grüne, Zitrone, Kaktusfeige. Eistee hat ja auch relativ viel Zucker, sodass ich dann sowieso versuche, die Finger von zu lassen. Aber mein Mann trinkt ihn halt sehr gern. Dann ging einmal Brot der Gemüse mit. Habe ich euch auch schon sehr, sehr oft gezeigt. Ich finde, das schmeckt super. Da ist so eine kleine Kräutersoße auch mit drin, sodass man schon eine Basis für eine Soße hat. Ich esse das ganz, ganz oft mit Reis zum Beispiel in Kombination, wenn ich einfach mal was ohne Fleisch essen möchte. Maxon bekommt natürlich auch immer mal ein bisschen Gemüse, sodass es einfach immer, immer in unserem Warenkorb landet. So, dann haben wir hier noch einmal Spinat gekauft, auch tiefgekühlt. Und ja, hier steht Rahmspinat drauf. Es gibt natürlich den auch ohne Rahm. Ich persönlich finde aber, dass der viel, viel leckerer schmeckt. Und Maxon bekommt davon auch immer was ab. Ich habe ja schon mal gesagt, mal bekommt Maxon einen Brei und mal ist er auch bei uns mit. Und Spinat ist er eigentlich meistens bei uns mit und findet das sehr, sehr lecker. Ich muss dazu sagen, dass man bei Spinat, zumindest bei Maxon, immer ein bisschen aufpassen muss. verstopfungstechnisch, aber mal geht das. Und ja, Spinat ist ja auch gesund, ne? Also den Rahmen streichen wir jetzt mal weg. Dann haben wir noch Hackfleisch gekauft. Rind. Ich habe ja schon mal gesagt, ich mag nur noch Rinderrack. Rackfleisch. Mag sie Hackfleisch. Und da ist das Gut Bio Rinderhackfleisch mitgekommen. Das kann Maxon auch mitessen. Da gibt es zum Beispiel Klopse für Maxon ungewürzt. Oder ich mache mir das in unsere Reispfanne rein mit ganz viel Gemüse. Das schmeckt auch immer super lecker. Also Hackfleisch kommt auch jedes Mal bei uns mit. Hast du dich verschluckt? Pass mal auf. Hm? So, weiter geht's. Hier kommt mir schon ein Hirtenkäse entgegen. Ich bin momentan voll auf dem Feta-Käse-Trip. Ich überbacke mir den ganz gerne. Der kommt dann wirklich in unsere Auflaufform. Dann mache ich mir noch Tomaten drüber. Letztens habe ich das auch mit Rucola und Cashewkern gemacht. Ein Gedicht, sage ich euch. Und dann natürlich noch gewürzt. Super lecker. Aber ich glaube, davon hatten wir auch noch einen zweiten gekauft. Der ist dann wohl in einer anderen Tüte, aber das geht auch jedes Mal mit. Dann gibt es noch eine Gurke. Für uns alle natürlich. Maxon isst auch sehr, sehr gerne Gurke. Also eigentlich so fast so ziemlich am liebsten. Und dann ist noch ein Blumenkohl mitgekommen. Das ist auch etwas, was Maxon und ich beide essen. Entweder püriere ich das, also es gibt ja auch so lecker Blumenkohlpüree. Oder er wird einfach nur gedämpft und dann gibt es dazu die Rindfleischklöpschen. Das mag Max super gerne und Blumenkohl ist mega gesund, finde ich, schmeckt mega lecker und ist auch nicht so teuer. Weiter mit der zweiten Tüte. Die Tüte ist dann einmal Naturjoghurt von Skia, heißt das so, mitgekommen. Der hat viel Eiweiß und wenig Fett. Den haben wir heute zum ersten Mal mitgenommen. Ich möchte damit Aioli machen und auch ein bisschen benutzen, so fürs Müsli. Weil die Mutti möchte ja so ein bisschen vielfältiger und gesünder sich ernähren. Und das Aioli möchte ich für Couscous-Salat haben. Ich esse auch sehr, sehr gerne mal Couscous und dann mache ich so Salat mit Tomaten und Feta-Käse. Deswegen brauchen wir den wirklich immer, weil mir immer irgendein Gericht damit einfällt. Ja, und dafür brauchen wir das Aioli. Dann natürlich wie immer Bananen, die isst Maxon total gerne. Ich esse die auch zwischendurch ganz gerne und deswegen gehen Bananen auch immer mit. So, dann der nächste Versuch mit einer Avocado. Wer meinen letzten Vlog gesehen hatte, der weiß, dass ich versucht habe, Maxon das zum Frühstück zu geben. Die Avocado war leider schlecht. Jetzt probieren wir es nochmal.
Ich möchte, dass Max ihn gerne auf die Stulle machen und mal gucken, wie er das so findet. Ich finde, Avocado ist ja sehr gesund, hat sehr, sehr gesundes Fett. Ich persönlich esse das auch ganz gerne, so mit Salz und Pfeffer und dann noch Tomate drüber. Avocado ist super lecker. Dann auch etwas, was im Food Hall bei mir nie fehlt, und zwar Zucchinis. Und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr jetzt glaubt, was ich damit koche. Zucchini-Schiffchen, genau. Die mag ich super, super gerne. Ein Teil davon kommt vielleicht auch noch in die Gemüsepfanne mit rein. Zucchini ist ja auch sehr gesund, kann Maxin auch mitessen und deswegen ist das einfach spitzenmäßig. So, dann haben wir noch ein bisschen Brotbelag und zwar ist es die Hähnchenbrust-Filet-Roulade. Die essen wir auch sehr, sehr gerne. Die sind relativ leicht, die haben 2 Scheiben 18 Kilokalorien, also wirklich nicht viel und die schmecken auch super lecker. Extra dünn, hauchzart aufgeschnitten und das auf den Toasties. Ein Gedicht, sage ich euch. Jetzt weiter mit Quark. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wozu ich den gebraucht habe. Für irgendein Low-Carb-Gericht, glaube ich. Fällt mir gerade nicht ein. Aber wir essen Quark auch ganz gerne so mit Früchten. Das schmeckt ja auch immer ganz gut. Und Quark hat ja auch gut Eiweiß. Der hat auch nur 0,3% Fett, ne? Damit die Mutti nicht noch mehr zunimmt. Genau, also Quark ist ja so eine Sache, die kann man auch immer gebrauchen. Hier ist auch der 2. Schafskäse geblieben. Oder Hirtenkäse. Es ist ja eigentlich kein Schafskäse, aber man sagt das immer dazu. Dann haben wir Babybel mitgenommen. Die essen mein Mann und ich gerne, aber die kriegt auch Maxin hin und wieder. Die haben 45% Fett. Ja, da könnte man auch reduzierteren Käse nehmen, was den Fettgehalt angeht. Aber Maxin isst Babybel sehr gerne. Er kriegt die nicht jeden Tag. Und nochmal, ich halte Käse grundsätzlich für gesund. So, dann haben wir etwas, was Maxin auch fast jeden Morgen aufs Brot bekommt, und zwar Frischkäse. Und dann nehmen wir den leichten mit frischem Joghurt aus 100% frischer Almmilch. Der schmeckt uns gut, der schmeckt Maxin gut und das ist ja die Hauptsache. Ich mache das Maxin dann immer aufs Brot und dann kriegt er, wie gesagt, Gurke dazu. Ab und zu dann noch ein bisschen Babybel. Wir wollen jetzt auch anfangen, ihm mal so ein Ei zu geben, also nicht ein ganzes, sondern so stückchenweise ein Ei zu geben. Ja, und Frischkäse ist wirklich eine super Grundlage. Ich mag Maxin eigentlich bisher noch keine Margarine aufs Brot, sondern wirklich meistens Frischkäse. Dann geht's weiter mit etwas, was Maxin wirklich über alles liebt, und zwar sind das Heidelbeeren. Da ist ja so Blausäure drin, deswegen, würde ich davon nicht zu viel geben. Aber mal sind die sehr, sehr gut, vor allem sind die sehr, sehr gesund. Die haben sehr, sehr viel Vitamin C und auch noch ganz viel anderen Kram. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich habe es nachgelesen. Die sind wirklich sehr, sehr gesund. Und Maxin schmecken die einfach auch super. Bisher, toi, 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 isst Maxin Obst sehr gerne. Und Heidelbeeren sind zusammen mit Himbeeren und Banane und Wassermelone sein absoluter Favorite. Haben wir hier noch 2 Kiwis mitgenommen. Die sind für die Mutti. Ich gebe Maxin auch schon mal ein kleines Stück Kiwi. Da er aber immer noch so ein bisschen mit dem wunden Po zu kämpfen hat, gehe ich damit sparsam um, weil ich immer Angst habe, Kiwi kann das ja auch so ein bisschen forcieren, deswegen sind die primär für mich. Dann habe ich Tomaten gekauft. Tomaten esse ich immer, also entweder zu Mozzarella, wir haben noch Mozzarella im Kühlschrank, oder auch noch Rucola dazu, den haben wir auch noch im Kühlschrank. Das schmeckt super, super lecker und das sind die Mini-Rispen, Roma-Rispen-Tomaten, die sind fruchtig und so schmecken sie auch, also steht da drauf und so schmecken sie auch. Ich esse auch sehr, sehr gerne die Datteltomaten aus dem Aldi, die sind super, aber die gab es heute nicht mehr. Und die sind aber auch total lecker. Und Tomaten sind gesund. Ich liebe Tomaten, die kann ich mir auch nicht überessen. Super. So, und dann haben wir hier noch einmal Champignons. Genau, und zwar eine kleine Packung natürlich, weil mein Mann, wie gesagt, nicht jeden Tag da ist. Und Champignons sind einfach auch total super. Ich esse sie super gerne in Verbindung mit Hackfleisch sowieso. Geht entweder in die Reispfanne mit rein oder ich mache sie separat oder mache sie zusammen mit der Zucchini. Das finde ich ist auch mega lecker. Dann gibt es Reis dazu oder Kartoffeln. Genau, Pilze kriegt Maxin jetzt noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob man das darf, aber weil die auch schwer verdaulich sind. Also Pilze gebe ich Maxin noch nicht. So, und dann haben wir hier noch ein Brot drin. Das essen auch wir alle. Ich glaube, das ist ein normales, ich stand glaube ich drauf, normales Mischbrot. Ja, das essen wir alle. Obwohl ich auch sagen muss, dass wir meistens für Maxin das Brot selber backen. Mir hat letztens gerade eine Abonnentin einen coolen Tipp gegeben. Und zwar, was war das für ein Brot? Bananenbrot, genau. Das möchte ich jetzt die Woche mal nachbacken. Wir backen hier häufig, kann ich euch mal zeigen, mit dem Dinkelmehl von Aldi. Hier, so, das ist das Dinkelmehl. Und da backen wir häufig unsere Brote, vor allen Dingen, wie gesagt, wegen Maximilian. Und dieses Dinkelmehl kann man benutzen. Dann kommt da noch Banane mit rein, Backpulver und ich glaube Rapsöl. Und dann kann man Brot backen für die Kleinen, was auch
süß schmeckt, aber wirklich nur Fruchtzucker enthält. Und das finde ich spitzenmäßig. Deswegen werden wir das für ihn auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber da wir ja auch Brot essen, ne? Und vielleicht nicht unbedingt jeden Tag Lust haben, Bananenbrot zu essen, gab es halt auch noch ein normales Mischbrot. Dann haben wir hier noch ein Isana Men Aftershave Balsam. Das ist nicht für die Mutti, ne? Auch wenn ich hier dieses Video gedreht habe, wie ist das nochmal? 10 Schwangere, die man erst weiß, 10 Schwangere, ja, die man erst weiß. Oh! 10 Dinge, die man erst weiß, bevor man schwanger ist, hier mit Behaarung überall. Aber das ist nicht für mich, das ist für den Fadi. Und dann haben wir noch, last but not least, oh, einmal Wasser. Die Mutti fällt um. Genau. Wasser geht immer mit. Ich habe ja eben schon gesagt, oh, dass ich ausschließlich wirklich nur Wasser trinke. Wenn ich mal so richtig einen Hieber habe und so richtig Dolldurst habe, dann trinke ich auch mal ein Glas Cola. Aber grundsätzlich trinke ich wirklich nur Wasser. Was ich manchmal noch mache, ist Karottensaft zu trinken. Dann nehme ich auch den aus dem Aldi. Den haben wir aber auch noch da. Und da mag ich auch am liebsten den mit Banane. Den mit Honig mag ich nicht so gerne. Genau, das mache ich ab und zu mal. Aber nicht, weil ich es lecker finde, sondern weil es ab und zu mal gesund ist. Ne? Wegen den Möhren und so. Die Tüten sind leer. Also wie gesagt, der Einkauf wäre noch ein bisschen größer ausgefallen, wenn mein Mann auch die Woche hier wäre. Aber so reicht es auch. Das muss ich auch erstmal alles verkochen, ne? Ich bin gespannt, wie ich das die Woche so hinbekomme beim Kochen. Ob Maxim mich auch lässt. Ich meine, ich nehme ihn ja immer mit hier in die Küche. Dann sitzt er in seinem Sitz und kann mich beobachten. Und ist meistens auch happy. Oder hat mit gebrüllt, so wie jetzt. Oh, Leute, hier klirren die Gläser. Ja, wenn Maxim hier rumbrüllt. Und er ist gerade nicht unzufrieden. Er testet einfach nur seine Stimme. So, das war unser kleiner, aber feiner Food Haul. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Lasst mir wie immer gerne euer Feedback da. Da freue ich mich riesig drüber. Ich wünsche euch noch eine zauberhafte und wunderschöne und wundervolle Woche. Wir sehen uns ganz bald wieder und ciao!